Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Spyro the Dra Nein, nicht The Dragon. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder mit angefangen. Spyro 2, Glimmer, Gloss, Bibi's Beauty Palace Ding. Warum ist eigentlich der Bildschirm unten links grün? Ich glaube, das ist Greenscreen und dann wurden vergessen, die Effekte drauf einzufügen. Keine Ahnung. So, wir gehen mal durch dieses Tor hier, das sich wahrscheinlich wieder schließt nach einer Zeit. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt ist das andere Zugang, okay. Du liegst gut, Spyro. Sammle weiter Talismane, damit wir Ripto schlagen können, bevor er Avala in seine Gewalt bringt. Du liegst gut, Spyro. Und jetzt nimm mich. Im Liegen. Ich mag nicht Spyro. Okay, du liegst, bevor er Avala in seine Gewalt bringt, okay. Oh, und sammle auch weiter Kugeln. Der Professor meint, dass sie dir helfen, zur Drachenwelt zurückzukehren. Okay, da will ich ja nicht hin. Ich will zum Drachenufer. Oder ist das in der Drachenwelt? Ich meine, es ist ja ein Drachenufer. Ich will Urlaub machen. Oh mein Gott. Bringt sie mir bei zu klettern? Wir finden es gleich heraus. Ich will wissen, wie man klettert. Dann wäre mein Leben bunt. Sonne. Oh, da ist der Sonnenstrand. Wollen wir nicht da hin? Das Wasser sieht irgendwie ungesund. Nee, da können wir bestimmt auch rein, ne? Jo. Ich dachte erstmal. Haben wir eigentlich bis jetzt ein Leben verloren? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Läuft bis jetzt ganz gut. So, ich will erstmal die Kristalle hier einsammeln, bevor die mir hier irgendwas beibringen. Obwohl, egal, komm. Deine Spielkamera ist zurzeit im Passivmodus. Passivmodus. In diesem Modus musst du die Kamera selbst steuern und sie ist auch langsamer. Na und? Wenn du möchtest, kann ich die Spielkamera auf aktiv stellen. Im Aktivmodus ist die Kamera viel schneller. Nö. Okay, fertig. Die Kamera bewegt sich jetzt schneller. Hä? Wenn dir das nicht gefällt, komm zu mir oder ändere es im Menü Optionen selbst. Hä, ich hab Nein gedrückt. Hä, ist das... Hat sich was geändert? Naja, egal. Fühlt sich immer noch gleich an. Ich habe oben auf der Mauer etwas Glänzendes gesehen. Du ja. Könntest es erreichen, aber erst musst du klettern lernen. Boah, ich glaube, dieses Klettern lernen nenne ich auch von diesem Geldsack. Ach, bitte in Hurikos. Vielleicht bringt er mir es dabei. Vielleicht versteckt er sich da irgendwo. Der kleine dicke Mann mit seinem Geldsack. Okay, ich bin leise. Okay, da wären wir im nächsten Level mit komischen Viechern und Glühbirnen, die rumliegen. Wir hatten immer Ärger mit den Daumenschraubern und jetzt haben sie Kraftfelder errichtet, um uns zu trennen. Wenn du Dioden findest, kannst du die Felder ausschalten. Ich glaube, dass hier irgendwo eine Diode ist, aber meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Sepp der Elektroll. Schöner Wolf jetzt. Ist das eine Diode? Ja, ne? Ich vermute, es ist sehr stark. Also können wir die jetzt da reinsetzen. Jep. Das ist doch keine Diode, das ist eine Glühbirne. Oder? Für mich ist das eine Glühbirne. Nein! 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 Nicht schlagen! Nicht schlagen! Nicht schlagen! Was ist das? Egal was es war, ich hab's gut gemacht. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid versichert. Und? Eine weitere Diode. Ich... Was ist das? Mein Gott. Komm her. Komm her, du. Nein, 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 nein. Komm nicht her. Ich glaube, das ist der erste Hit, den wir gerade bekommen haben. Oh mein Gott. Der erste Hit ist immer der schlimmste. Es ist so traurig.
Der Roboter. Der Roboter. Ciao. Jetzt haben wir schon zwei Dioden. Oh mein Gott. Hallo. Der Roboter ist jetzt mein größter Feind. Der ist gefährlich. Aber wenn man seine Macken kennt, ist alles gut. Wie komme ich da hin? Mit Leitern vielleicht. Und wie komme ich da oben hin? Das weiß ich noch nicht. Das finde ich noch heraus. Vielleicht von da aus. Nö, 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 nö. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Doch nicht. Huh. Warte, ich schaff's nicht von hier aus nach... da, oder? Nee, nie im Leben. Schade eigentlich. Okay, dann gehe ich erstmal weiter und hoffe, dass ich da später rankomme. Muss ich eigentlich. Diode Nummer 1. Und ich glaube, da kommt gleich das sofort das zweite Tor. Es sei denn, sie quatscht mich zu. Nö, tut sie nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, das war die erste, die mich nicht zuquatscht. Und sofort ein Gegner. Ciao. Also die Gegner hier sind wirklich nicht das Wahre. Wieso habe ich das bloß gesagt? Der nächste Gegner wird mich definitiv treffen. Ich zerstöre einfach mal die Windmühlen. Bringt wahrscheinlich eh nichts, weil sie das gleich wieder machen müssen. Ach, die ist natürlich auch Stein. Ich glaube, da können wir dann gegenrennen oder sowas mit dem Powerpunkt hier. 18 Gegner müssen wir zerstören. Oh mein Gott. Boah, zwei auf einmal. Ich bin selber überrascht. Genau 800. Wiehu. Irgendwann muss dieser Geldsack kommen. Wir haben schon zu viel Juwele. Ich würde das diesmal wieder 1000 von uns haben. Was ist das? Warum glänzt das? Ich will nicht, dass es glänzt. Hab ich dich. Nein! Nein! Okay. Hat alles nach Plan geklappt. Genau wie ich es wollte. Jetzt habe ich zwei Dioden. Juhu. Ich freue mich. Und dahinter ist noch eine Knopf. Eine Knopf und zwei Knöpfe. Hinter dem anderen ist noch ein Knopf und so weiter und so fort. Leg mal die Diode rein. Leg mal die Diode rein. Und schön können wir weiter. Schon können wir weiter. Und den hier abfackeln und den hier umrennen. Ein einziges Massaker ist das hier. Echt schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Gleich haben wir 18. 18, 18. Yay, 18. Egal, nehmen wir noch mehr. Die nehmen wir schon mal mit. Und da können wir schon mal ein bisschen einsammeln. Ah, Hilfe, ich bin fast runtergefallen. Kamera falsch gedreht. Hallo? Ein Leben. Nehme ich mit. Mit Vergnügen. Ich gehe irgendwie wie ein Besoffener. Weil wegen der Kameraeinstellung irgendwie hat sich da doch was geändert gefühlt. Jetzt renne ich erstmal gegen diese Kiste da. 1, 2, 3, 4. Dann renne ich dagegen. Drücke mal drauf. Was ist passiert? Das Rad hört sich auf zu drehen. Finde ich gut. Glaube ich. Und hier hört sich das Rad auch auf zu drehen. Für immer oder für... Ah, naja, es hört nicht auf, es wird halt langsamer.
Die Frage ist nur, für wie lange. Egal, ich lass mir Zeit. Ich lass mir Zeit. Wie viel haben wir? Okay. 121 Edelsteine fehlen. Wie viele Kugeln? 3 Stück. 3 Kugeln und ja. Alles schön, alles herrlich. Ich glaube, da ist auch schon das Ende des Levels. Deswegen gleich wieder zurückgehen und ein bisschen mehr auschecken. Die Geheimnisse und so. Danke, Spyro. Du hast alle elektrischen Sperren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Daumenschraubern gerettet. Nimm ihn bitte als Belohnung. Danke. Ich brauche den auch. Eine... Was ist denn? Einem... mein Gehirn funktioniert gerade nicht mehr. Ein Zahnrad. Genau, Zahnrad. Ein Zahn. Okay, es ist wieder schneller geworden. Oder? Oder ist es was anderes? Warte, hier gab es doch noch so einen Stein, Steinsperre. Hier, zwei sogar. Kriege ich die auch kaputt? Mit dem da? Ich weiß es nämlich nicht. Es wird eine Herausforderung. Ha! Es geht tatsächlich. So. Spyro, siehst du das große Gebäude dort drüben? Welches? Die Daumenschrauber stehlen damit unseren Strom. Bitte hilf uns, indem du die Maschinen darin abschaltest. Welches große Gebäude zur Fabrik rübergleiten? Hä? Was meint der? Ich sehe keins. Kein großes zumindest. Großes Gebäude. Okay, das geht nicht. Dann schalte ich das auch erstmal aus. Oh nein, das waren die hier, die so langsam... Die sich jetzt so langsam drehen. So. Jetzt dreht sich diese auch langsam. Und vielleicht kann ich jetzt zum großen Gebäude rübergleiten. Was auch immer der meint. Ich weiß es nicht. Ah, zu langsam! Boah, Glück gehabt. Wohin müssen wir? Dahin. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis wir ankommen. Jetzt aber. Ungeduldig. Muss ich dahin? Ich meine, ich komme auf das hier, ich komme auf das hier, aber auf das Riesige komme ich doch nicht. Ach nee, das ist ein Hindernis. Dann gehe ich jetzt mal da lang. Scheint mir sicherer zu sein. Und nutzloser, wie es aussieht. Hier ist ja rein gar nichts. Schade. Jetzt aber. Nein! Bleib da. Oh, danke. Puh, das war knapp. Hä, das war doch jetzt nicht das große Gebäude, oder? Du bist von mir? Du hast ja. Dich bis jetzt gut geschlagen. Danke. Nimm diesen Anhänger als Glücksbringer. Wenn du Fragen zum Schließen der Fabrik hast, frag mich. Was für ein Anhänger? Eine Kugel? Ah, tatsächlich. Vielen Dank. Warum auch immer. Ich glaube, der Flug hierhin ist ganz schön schwierig. Die sind knifflig. Um sie zu schaffen, musst du schweben. Drück die Dreiecktaste. Ja, schweben. Gleitens, um zu schweben. Ja. Und an Höhe zu gewinnen. Danke, ja. Hat mir Jäger schon beigebracht. Ja, ja, drücken, ja. Wenn du in der Nähe der Windmühle bist. Okay. Dann schaffst du es nicht. Ja. Mach ich. Jetzt wird's knifflig. Wenn ich jetzt verscheißere... Puh!
Habe ich zum Glück nicht. Aber ich sehe das große Gebäude nicht. Ich sehe es einfach nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, zum Glück. Irgendwie spucke ich immer Feuer. Vor Freude wahrscheinlich. Oh, danke. Puh. Danke. Und jetzt dahin. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Danke. Puh. Ich bin angespannt. Ein wenig. Merkt man vielleicht. Wir haben ein Leben gekriegt. Wahrscheinlich, weil wir alles geschafft... Da komme ich aber nicht hin, oder? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich da hinkomme. Ich komme tatsächlich hin. Oh mein Gott! Spyro, Hilfe! Der Schalter zum Abschalten der Daumenschrauberfabrik ist in diesem Raum. Aber, es ist was denn? Laut dort. Echt? Das ist dein Problem? Oh, Leute, Leute, Leute. Es ist furchtbar laut dort. Also mir geht's gut. So, zufrieden. Danke, dass du die Fabrik geschlossen hast. Es ist furchtbar laut dort. Ich zwischen den Zahnrädern gefunden habe. Eine Kugel? Haben, wenn du willst. Danke, danke. Vielen, wirklich vielen Dank. Oh, und ich sehe gerade, ich nehme schon viel zu lange auf. Ich muss ein paar schon lange wenden. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Überlänge, Überlänge. Ah, Notfall, Notfall, Notfall. Ich musste ganz schön viel jumpen. Deswegen habe ich die Zeit aus dem Auge behalten, weil ich mich so konzentriert habe. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich sage Ciao mit V. Das V steht für Vitus Plays. Und danke. Tschüss.